An der Bruchkante am Stamm ist der schwarze Pilz deutlich zu erkennen. Die über 300 Jahre alte Rosskastanie an der Straße Marienlustgarten in Varel, von der am vergangenen Mittwoch ein tonnenschwerer Ast abgebrochen und auf zwei parkende Autos gefallen war und ein Hausdach beschädigt hatte, wurde praktisch von innen zerfressen. Am Dienstag begannen Experten damit, den Baum zu fällen. Mitarbeiter des Landkreises überwachten die Aktion. Die Gefahr, dass von der schon seit Jahrzehnten schiefstehenden Rosskastanie weitere Äste abbrechen, war zu groß. Mit schwerem Gerät rückte eine Fachfirma am Dienstagmorgen an. Zunächst begannen die Mitarbeiter, die Äste aus der 27 Meter hohen Baumkrone herauszuschneiden. Später kam ein Kran dazu, der die großen Stammteile sicherte, damit sie nicht auf die umliegenden Häuser fallen. Praktisch am Haken hängend wurde so Stück um Stück der Kastanie abgesägt. Die Kreisverwaltung ist zuständig, weil es sich bei der alten Rosskastanie um ein Naturdenkmal handelt. Die Straße Marienlustgarten gehörte früher zum Schlossgarten in Varel. Die komplette Rodungsaktion kostet nach Angaben von Friedhelm Müller-Düring, auf dessen Grundstück der Baum steht, 10.000 Euro. Für die Kosten und den am Mittwochabend entstandenen Schaden kommt nach Angaben des Landkreises die Versicherung auf.